Hallo, wir sind hier in Mainbrechsen, schön an der Weser gelegen und wir stehen hier direkt vor einem Erdbeertunnel auf einem unserer Felder und der Erdbeertunnel ist zu. Und jetzt frage ich dich mal, Emma, warum ist der eigentlich zu und wie funktioniert das? Denn ich glaube nicht, dass die Menschen wissen, warum ein Erdbeertunnel zu sein muss. Der Tunnel ist natürlich zu, weil wir die Wärme einfangen wollen. Jetzt, wo die Sonne scheint, kann man sich das ja auch richtig schön vorstellen, dass es im Tunnel ganz schnell warm wird. Ich habe auch in dem Tunnel ein Thermometer, ein Funkthermometer, was über App funktioniert. Und mit dem kann ich immer die Temperatur kontrollieren. Und da werde ich auch gewarnt vor extremen Temperaturen im Plus- oder im Minusbereich, sodass wir immer entsprechende Maßnahmen dann durchführen können. Zum Beispiel, wenn es zu warm wird, öffnen wir die Tunnel. Wenn es zu kalt wird, müssen wir vielleicht noch ein zusätzliches Vlies reinbringen und so weiter, dass die Erdbeeren möglichst geschützt sind und möglichst früh blühen und dann wir schnell auf dem Markt sind mit frischen Erdbeeren.